Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. In einem anderen Video habe ich ja bereits ausführlich erklärt, wie die Erregungsübertragung an der Synapse funktioniert. Hier und jetzt wollen wir uns mal damit beschäftigen, wie eben diese Erregungsübertragung beeinflusst werden kann, also sprich, welche Faktoren oder Gifte eine wichtige Rolle dabei spielen. Zum Einstieg habe ich nochmal eine schematische Darstellung einer Synapse mit der präsynaptischen Zelle, dem synaptischen Spalt und der postsynaptischen Zelle. Extrazellulär befinden sich Calcium-Ionen, die durch entsprechende Calcium-Ionen-Kanäle in die präsynaptische Zelle diffundieren können. In der Zelle selbst befinden sich Vesikel mit Neurotransmittern. Bei den Neurotransmittern wissen wir ja, dass es verschiedene Neurotransmitter gibt, zum Beispiel Dopamin oder Glutamat. Aber wir wollen uns heute mal mit dem Acetylcholin als Neurotransmitter beschäftigen. An der postsynaptischen Membran befinden sich die Ionenkanäle, die mit entsprechenden Rezeptoren ausgestattet sind, an denen das Acetylcholin binden kann. Und des Weiteren haben wir noch ein entsprechendes Enzym, nämlich die Acetylcholinesterase, die das Acetylcholin in die beiden Hauptbestandteile abbauen kann. Gut, wie wir bereits wissen, findet an der Synapse die Weiterleitung des Aktionspotentials statt. Die Weiterleitung findet also nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip statt. Und genauso kann die Synapse also beeinträchtigt werden. Das bedeutet, entweder kommt es also zu einer permanenten Weiterleitung des Aktionspotentials oder aber es kommt es zu gar keiner Weiterleitung. Es gibt also nun verschiedene theoretische Möglichkeiten, wie also so eine Synapse beeinflusst werden kann. Wichtig ist dabei, dass es sich wirklich nur um theoretische Überlegungen, die also nicht zwingend mit der Praxis übereinstimmen können. Aber da in den meisten Abi- oder Klausuraufgaben eben diese Überlegungen dargestellt werden sollen, habe ich entsprechend dieses Video für euch eben vorbereitet. Okay, wollen wir uns nun also mal mit den verschiedenen Theorien beschäftigen. Es gibt also insgesamt drei Theorien. Die erste Theorie wäre also, dass es zum Beispiel zu gar keiner Ausschüttung der Neurotransmitter kommt. Wie kann dies passieren? Nämlich ganz einfach. Die erste Möglichkeit wäre, indem die Calcium-Ionen-Kanäle gehemmt werden. Wir wissen ja, Calcium muss in die Zelle hineinströmen, damit die Neurotransmitter ausgeschüttet werden. Wenn also entsprechend dieser Kanal gehemmt wird, kann kein Calcium in die Zelle hineinströmen. Die zweite Möglichkeit wäre, dass Acetylcholin erst gar nicht synthetisiert werden kann. Die beiden Hauptbestandteile zur Synthese sind das Acetyl-CoA und das Cholin. Diese beiden Substanzen werden mit Hilfe eines Enzyms, nämlich der Cholin-Acetyltransferase im Zytoplasma, also hier in der Zelle selbst, zum Acetylcholin synthetisiert. Wenn also das Enzym gehemmt ist, wird also entsprechend kein Neurotransmitter synthetisiert. Okay, die dritte Möglichkeit wäre, dass das Acetylcholin, wenn es also doch synthetisiert wird, erst nicht in ein Vesikel transportiert werden kann. Denn das Acetylcholin wird mit Hilfe eines Proteins in den Vesikel transportiert. Wenn also das Protein gehemmt ist, kann also nichts transportiert werden. Und die nächste Möglichkeit wäre, dass zum Beispiel der Neurotransmitter, also das Acetylcholin, erst gar nicht ausgeschüttet wird. Wir wissen ja, wir haben hier die Vesikel. Die Vesikel müssen also mit der Membran hier der präsynaptischen Zelle verschmelzen und es kommt somit zu einer Exozytose. Wenn also dieser Vorgang gehemmt ist, kann also Acetylcholin nicht ausgeschüttet werden. Ein Hemmstoff wäre das Botulinumtoxin. So, die zweite Überlegung oder die zweite Theorie ist theoretisch ganz banal. Wenn also, beziehungsweise damit überhaupt eine Weiterleitung stattfindet, müssen sich also die entsprechenden Ionenkanäle der postsynaptischen Membran öffnen. Wenn die also logischerweise verschlossen sind, kann sich ja nichts öffnen. Das bedeutet also, es kann keine Weiterleitung stattfinden. Dementsprechend ist die zweite Theorie, dass die postsynaptischen Kanäle verschlossen bleiben. Wie kann dies geschehen? Ganz einfach, indem eben haben wir ja gesehen, dass zum Beispiel, dass der Neurotransmitter Acetylcholin synthetisiert wird. Wenn also ein veränderter Neurotransmitter synthetisiert wird, kann sich dieser Neurotransmitter eben nicht mit diesen Rezeptoren hier verbinden und der Ionenkanal bleibt also verschlossen.
Eine weitere Möglichkeit wäre, indem der Ionkanal bzw. dieser Rezeptor dieses Ionkanals verändert wird während der Synthese. Somit ist die Andockstelle verändert und das Acetylcholin kann eben nicht binden und der Ionkanal bleibt also verschlossen. So, und die nächste Möglichkeit wäre, dass es zu einer kompetitiven Hemmung des Rezeptors kommt durch einen sogenannten Inhibitor, der also letztendlich aber keine Wirkung auf diesen Rezeptor oder auf diesen Ionenkanal hat. Das wäre zum Beispiel Curare oder das Atropin. So, all diese Möglichkeiten, also sprich diese Theorie, dass die postsynaptischen Kanäle verschlossen bleiben und eben die erste Theorie, die wir hatten, dass keine Neurotransmitter ausgeschüttet werden, sorgen dafür, dass es also zu keinerlei Weiterleitung des Aktionspotenzials kommt. So, wir haben jetzt also nun diese beiden Möglichkeiten ja kennengelernt, in denen keine Weiterleitung stattfindet. Es gibt nun also noch eine dritte Möglichkeit. Und diese dritte Möglichkeit ist diese, dass es also zu einer permanenten oder dauerhaften Weiterleitung kommt, indem also die Kanäle der postsynaptischen Zelle dauerhaft geöffnet sind. Wie kann dies passieren? Nämlich, die erste ganz einfache logische Möglichkeit ist ja, dass die Vesikel mit dem Neurotransmitter werden ja ausgeschüttet, also hier abgegeben in den synaptischen Spalt. Und hier haben wir ja das entsprechende Enzym, das diese Neurotransmitter wieder in die beiden Bestandteile abbaut. Wenn also die Acetylcholinesterase gehemmt ist, kann das Acetylcholin nicht in Cholin und die Essigsäure gespalten werden. Das geschieht über die beiden Substanzen, also was heißt die beiden Substanzen, das Eserin oder verschiedene Alkylphosphate. Alkylphosphate sind Insektizide oder auch Kampfgase. So, eine weitere Möglichkeit wäre, indem es zu einer sehr, sehr starken Überproduktion von Neurotransmittern kommt und diese Vesikel letztendlich mit der Membran verschmelzen und permanent das Acetylcholin abgeben, auch wenn Calcium nicht in die Zelle hier hineinströmen kann oder kommt kann. Ja. So, eine weitere Möglichkeit wäre, indem es zu einer Hemmung der Rezeptoren des Ionenkanals kommt und diese praktisch diesen Ionenkanal öffnen. Also der Fremdstoff konkurriert also mit dem Neurotransmitter um die Bindung des Rezeptors. Und diese beiden Substanzen, die dies auslösen können, sind zum einen Nikotin oder auch Muscarin. Und abschließend wäre die letzte Möglichkeit, dass es während der Synthese zu einer Abweichung kommt. Also die Kanäle werden zwar synthetisiert, aber die werden so weit synthetisiert, dass sich diese Kanäle hier also nicht mehr schließen und also dauerhaft geöffnet bleiben, sodass also Ionen weit dauerhaft in die postsynaptische Zelle hineinströmen können. So, abschließend also nochmal entsprechend eine Zusammenfassung. Es kommt zu keinerlei Weiterleitung des Aktionspotenzials, wenn die Calcium-Ionen-Kanäle gehemmt werden, das Acetylcholin nicht synthetisiert werden kann, das Acetylcholin nicht in Vesikel transportiert werden kann, das Acetylcholin nicht ausgeschüttet wird, ein veränderter Neurotransmitter synthetisiert wird, der also nicht an den Rezeptor andocken kann, wenn der Ionenkanal, sprich oder der Rezeptor in der chemischen und räumlichen Struktur verändert wird, sodass also der Neurotransmitter sich nicht mit dem Rezeptor verbinden kann, oder aber der Rezeptor wird kompetitiv gehemmt. Und es kommt zu einer dauerhaften Weiterleitung des Aktionspotenzials, wenn die Acetylcholinesterase gehemmt wird, eine sehr starke Überproduktion von Neurotransmittern stattfindet, es zu einer kompetitiven Hemmung der Rezeptoren kommt, sodass sich der Ionenkanal öffnet, oder aber der Ionenkanal wird so verändert, dass eine Schließung des Ionenkanals also nicht mehr möglich ist. So, ich hoffe, ich konnte euch einen recht guten Überblick darüber geben. Und ansonsten, wenn noch Fragen bestehen sollten, dann einfach losschreiben. Vielen Dank.